Ja, hier sind wir wieder, eure singenden Reporter aus dem Schwarzwald, aus Todtmoos genau genommen. Zwar befinden wir uns jetzt gerade im Moment auf dem Weg nach Bernau im Schwarzwald. Bernau ist ein Hochtal im Schwarzwald, ein wunderschönes Hochtal. Das möchten wir euch jetzt alles so ein bisschen zeigen, wie wir euch auch schon Todtmoos vorgestellt haben. Ist ungefähr 10 Kilometer von Todtmoos entfernt. Und hier befinden wir uns gerade in der Nähe der Rotkreuzhütte. Also man, wie ihr seht, kann man hier wunderbar wandern oder Motorrad fahren, wie man gerade hört. Ist auf jeden Fall ein Ausflug wert, auch um mal eine Woche oder zwei da zu verbringen. Wunderschön, diese Hütten, die es hier überall gibt. Hier, wie gesagt, dann die Rotkreuzhütte. Die gibt es hier überall in der Gegend, wo man beim Wandern dann auch mal einen schönen Absacker nehmen kann oder einen leckeren Wurstkäsesalat oder ja, wonach einem halt einfach so ist. So, hier befinden wir uns beim Einstieg des Zauberwaldes in Bernau. Das ist ein wunderschöner Wald, wo sich klein und groß verzaubern lassen können, mit tollen Holzfiguren, ein verzauberter Wald mit Holzstegen, also ein ganz toller Hotspot für Familien. Aber wie gesagt, auch die großen Kinder kommen hier voll auf ihre Kosten. Außerdem ist Bernau, also überhaupt Schwarzwald, die Gegend auch toll zum Fahrradfahren. Es gibt E-Bike-Touren, es gibt auch gute E-Bike-Strecken, wo man auch selber einfach erkunden kann. Und es gibt natürlich auch, in der Nähe gibt es ja auch, zwar in Todtmoos, da gibt es nämlich auch einen Mountainbike-Trail, einen neuen, der letztes Jahr aufgemacht wurde. Also ist das deine Schwester? Großmutter. Großmutter, okay. Danke für die Blumen. Nee, auf jeden Fall, kommt her, schaut's euch an, lasst euch verzaubern im Zauberwald in Bernau. Hier befinden wir uns beim Sport- und Freizeitcenter in Bernau. Zwar hat Bernau auch einiges sportlich zu bieten, dann auch im Winter. Und zwar gibt es in Bernau 3 Skilifte. Hier gibt es 2 davon. Und also die Gemeinde bemüht sich wahnsinnig, auch das dann ein bisschen auch zu beschneien. Also es war sogar diesen Winter mal möglich, obwohl wir wenig Schnee hatten, dass Ski gefahren werden konnte. Wanderwege, wie gesagt, auch für Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, für ältere Herrschaften. Dadurch, dass Bernau, wie gesagt, ein Hochtal ist, gibt es gute Möglichkeiten, auch Wanderwege zu gehen, wie zum Beispiel der Albtalweg, der dem Fluss, die Alb, entlang führt, was sehr flach ist und auch gut angelegt von der Straße her, dass also da auch gut gegangen werden kann, wenn man nicht so gut zu Fuß ist. Hier befinden wir uns im Ortsteil Innerlehen, was ganz kleines Mal zu Bernau. Bernau gibt es nicht als Ortsteil, sondern so heißt das Tal. Und Bernau besteht aus verschiedenen Ortsteilen und hier sind wir in Innerlehen. Innerlehen ist so ein bisschen, würde ich mal sagen, der Hauptortsteil von Bernau. Da gibt es eine Bäckerei, da gibt es eine Bank, eine Apotheke, Friseur. Die Kirche ist auch hier im Ortsteil. Oder es gibt ein Sportgeschäft, also auch wenn man ein Fahrrad mieten möchte, wenn man Skis mieten möchte, das ist alles möglich in Bernau. Man kann auch Schwimmsachen einkaufen, also was vergessen, gar kein Problem. Außerdem befindet sich auch St. Blasien ganz, ganz nah hier, ein größerer Ort im Schwarzwald, auch mit einem tollen Dom, auch sehr ratsam zum Besichtigen. Auch hier in Bernau gibt es diverse Ferienwohnungen, es gibt wunderschöne Hotels. Hier stehen wir gerade vor dem Hotel Rössle in Bernau. Also auch in Bernau gibt es ein Hotel Rössle, ist auch ein Wellnesshotel, ein wunderschönes Haus, sehr empfehlenswert. Schaut rein, googelt euch durch Bernau, googelt euch durch die Möglichkeiten. Es ist wunderschön hier.
befinden wir uns im Ortsteil Oberlehen. Das ist auch ein wunderschöner Ortsteil hier. Und zwar vor dem Hotel Breggers Schwanen. Das ist auch ein wunderschönes Wellnesshotel. Wir mussten mal kurz warten, damit die Lärmschläger hier vorbei sind. Nee, alles gut. Wir mögen auch sehr gerne die Motorradfahrer hier. Also es ist ja auch schön, hier durch den Schwarzwald zu fahren. Und solange sie schön langsam fahren und keine Unfälle machen, ist ja auch alles in Ordnung. Und zwar das Hotel Breggers Schwanen besteht aus zwei Teilen. Da ist einmal das Stammhaus, was Sie jetzt gerade hinter mir sehen. Und dann gibt es noch den neuen Anbau, den zeigen wir euch natürlich später dann auch. Das Stammhaus ist, wie der Name schon sagt, der traditionelle Teil. Und Näheres zeigen wir euch drinnen. Hinter mir seht ihr nun den neuen Anbau vom Hotel Breggers Schwanen und wie ihr beim Filmen gerade sehen konntet, sind die beiden Gebäude natürlich miteinander verbunden. Heißt, man muss es nicht irgendwie außenrum, um in den anderen Anbau zu kommen, sondern das ist alles bequem miteinander verbunden und auch zur Wellnessabteilung kommt man von beiden Seiten bequem mit einem Fahrstuhl. Also das Ganze ist auch rollstuhlgängig. Hinter uns seht ihr auch unten ist im unteren Bereich, das ist die Wellnessabteilung. Ihr habt von den Saunen aus und vom Schwimmbad aus habt ihr den wunderschönen Blick über das gesamte Bernauer Hochtal. Ist einfach nur wunderschön, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Das ganze Tal ist unverbaubar, also die Sicht bleibt auf jeden Fall. Ist herrlich zu jeder Jahreszeit. Hat wunderschöne Stimmungen morgens mit dem Himmel. Ihr seht die ganzen Herzogenhorn und jetzt da hinten war auch Innerlehen kurz zu sehen mit dem Kirchturm. Es ist wunderschön hier, absolut empfehlenswert. So, jetzt sitzen wir hier in der Lounge im Hotel Breggers Schwanen mit dem unschlagbaren Blick auch hier aus der Lounge über das gesamte Bernauer Hochtal. Ich verrate euch jetzt ein kleines Geheimnis und zwar habe ich nämlich das Glück, hier selber arbeiten zu dürfen, was ich von ganzem Herzen tue, weil wir ein super Team sind. Es ist hier alles sehr familiär, sehr herzlich und nun freue ich mich, euch meinen Chef vorstellen zu dürfen, den Herrn Bregger, der jetzt nachher selber ein bisschen etwas über das Hotel Breggers Schwanen erzählen wird. Ja, herzlich willkommen hier im Breggers Schwanen. Die Anfänge des Hotels geht ein bisschen weiter zurück. 1708 die erste urkundliche Erwähnung als Bauernhof mit kleiner Schankstube. Und im Laufe der Jahrhunderte, kann man schon sagen, hat sich der Gastroanteil eigentlich immer mehr erhöht und die Landwirtschaft ist immer weniger geworden, bis in den 1970er dann die Landwirtschaft ganz aufgegeben wurde. Der letzte größere, ja, kann man sagen, einschneidende Maßnahme war vor etwa 8 Jahren, 2011. Dann ist hier an dem bestehenden Schwarzwaldgasthof, damals noch mit 3 Sternen, 45 Betten, öffentlichem Restaurantbereich. Und ab 2011 firmieren wir als 4-Sterne-Wellness-Hotel mit 90 Betten. Und bei der Konzeptionsgebung war es eigentlich für uns sehr wichtig, hier diese Situation hier vom Ort ein bisschen mit reinzunehmen. Bernau hat ja auch noch den Beinamen Holzschnäflerdorf. Die Leute hier auf 1000 Meter haben also immer ein Zubrot gebraucht, um hier überhaupt überleben zu können. Von der Landwirtschaft allein war das einfach nicht möglich. Und dieses Holzhandwerk war in Bernau sehr, sehr stark vertreten, auch heute noch. Und wir haben eigentlich diese Situation hier ein bisschen mitverarbeiten wollen, hier in unserer Konzeption des Hauses. Wir haben dann auch eine Architektengruppe gefunden hier aus Lahr, die Werkgruppe Lahr, die uns das hier eigentlich so gebaut haben, wie wir uns das gedacht haben. Und das Thema, wie gesagt, im alten, historischen, gewachsenen 300-jährigen Haus ist es die historische Holzarchitektur. Und hier im Neubau jetzt haben wir
eine sehr moderne Architektur, egal ob es im Schwimmbad ist oder bis hoch in die Suiten. Und auch ein Kernpunkt war auch die Natur mit reinholen. Ich meine, wenn man hier rausguckt, dann kann man das ja eigentlich auch verstehen. Und das Credo des Architekten war dann eigentlich immer der Architektengruppe, einfache, klare Formen und Naturfarben, und man muss einfach aus jedem Zimmer oder auch im Schwimmbad, wie gesagt, Sauna, ist die Landschaft mit einbezogen. Und das hat uns auch natürlich bei unseren Gästen sehr, ja, die haben das sehr positiv auch gesehen. Und auch diese Architektengruppe hat jetzt inzwischen dreimal einen ersten Preis bekommen hier für diese Konzeption des Hauses. Und ja, wir sind eigentlich soweit zufrieden. Und auch der Gast, der jetzt kommt, der wird alle Abteilungen, der sitzt beim Frühstück im historischen, der historischen Schwarzwaldstube, der auch zum Abendessen zum Teil, Nachmittag gibt es das Lunchbuffet, dann im neuen Restaurant, aber auch dort spielt das Holz wieder eine große Rolle. Und auch ja, die Intention war eben, auch wenn der Gast bei uns war, auch im neuen Teil des Hauses soll er eigentlich das Gefühl haben, wenn er abreist, dass er in einem Schwarzwaldhaus Urlaub gemacht hat. Das war eigentlich so die Kernpunkte. Vielen Dank, Herr Breyer. Das ist, finde ich, auch absolut so gelungen. Also wir haben da immer genug Feedback, wie Sie auch gesagt haben, von unseren Gästen. Ich arbeite hier an der Rezeption und bekomme das auch immer ganz nah mit, dass wir sehr zufriedene und auch ganz, ganz liebe Gäste haben, auf die wir uns natürlich wieder riesig freuen nach der langen Zeit. Googelt rein, guckt es euch an. Wir haben auch eine tolle Website. Und jetzt sind wir natürlich dran am Arbeiten, dass wir für euch so schnell wie möglich wieder öffnen können. Aber natürlich alles so, dass keine Ansteckungsgefahr besteht. So, jetzt sind wir hier in der Bertholdstube. Herr Breger. Jawohl, wir begrüßen Sie mit dem gebührenden Corona-Abstand hier in unserer Bertholdstube. Bertholdstube, eigentlich unser neues Restaurant hier. Hier ist immer nachmittags das Lunchbuffet für die Gäste, und abends wird hier auch das Abendmenü zum Teil serviert. Und wie gesagt, auch hier sieht man, obwohl es im neuen Teil ist, das Holz spielt auch hier eine sehr große Rolle. Und hier in diesem Raum kann man natürlich auch viel mit Farben machen und mit besonderen Dekorationen, was man sonst in einer urigen Schwarzwaldstube nicht machen kann. Aber die gucken wir uns an, dafür gibt es dann dort wieder schöne Sachen. So, hier befinden wir uns jetzt wie versprochen in dem traditionellen Teil, und zwar in unserer Schwarzwaldstube. Im Hintergrund sieht man auch schön den Ofen, der auch im Winter befeuert ist. Genau, da. Also auch hier kann man gemütlich sitzen. Der Kachelofen ist eigentlich die Heizung für diesen kleineren Teil der Schwarzwaldstube. Die Schwarzwaldstube besteht eigentlich aus drei Teilen. Und das war uns eben auch wichtig bei dem Umbau, dass das so bleibt, wie es ist. Man hat es ein bisschen aufgefrischt natürlich, aber das soll so sein. Der Kern, der Gast, wenn er hier kommt, soll das Gefühl haben, ich bin hier in einer Schwarzwaldstube. Und ich denke, das ist uns eigentlich auch gelungen, wenn man so das Feedback der Gäste hört. Und das war eben, wie gesagt, eines der Kernpunkte, dass man gesagt hat, wer will das Alte lassen, wie es ist, das Neue trotzdem machen. Und die Verbindung in diesem Fall ist das Holz, weil diese Kompromisse alt auf neu und neu auf alt sind in der Regel ja nicht sehr zielführend. So, jetzt haben wir euch mitgenommen in unsere Wellnessabteilung. Mal ganz kurz zum Gucken. Wir haben auch ganz brav natürlich die Fußschoner, also die Bodenschoner, die Schuhüberzieher angezogen. Der Kameramann auch. Genau, weil das bitten wir auch immer unsere Gäste, weil man hier ja auch barfuß unterwegs ist oder so. Dann ist das schon eine schöne Sache, wenn man die nutzt. Dafür sind sie da. Und zwar befinden wir uns hier in einem unserer Kosmetik-, also respektive Wellnessräume. Hier
Hier gibt es unsere tolle Sprudelbadewanne, wo man gerne alleine oder auch als Paar zusammen ein Bad genießen kann in Rosenblütenduft und sich natürlich anschließend auch mit einer Massage verwöhnen kann. Der eine Raum für die Massage befindet sich auch direkt daneben mit einer Verbindungstür, was es super praktisch macht. Der eine kann hier warten und gemütlich entspannen, bis der Partner mit seiner Massage fertig ist, und dann gibt es den fliegenden Wechsel. So, hier befinden wir uns im Schwimmbad. Auch von hier aus ist natürlich der unschlagbare Blick über das Bernauer Hochtal. Auch eine Außenterrasse gibt es hier, um auch draußen auf den Liegestühlen bequem Platz zu nehmen. Auch hier wurde die Zeit genutzt. Es wurde renoviert, das Schwimmbad wurde ausgelassen, es wurde neu gefliest, alles kontrolliert. Ist auch immer noch ein bisschen in Arbeit, damit wir dann auch pünktlich fertig werden, wenn wir euch bei uns begrüßen dürfen. Hier könnt ihr einen von unseren zwei Ruheräumen sehen, direkt im Anschluss an das Schwimmbad. Hier habt ihr auch den tollen Blick. Also es ist wirklich super gelöst, dass der Blick genutzt werden kann, und lohnt sich absolut. Also es ist wunderschön, man kann hier liegen, ein Buch genießen oder ein Illustrierte, was wir auch immer bei uns ausliegen haben. Beim Schwimmbad ist auch noch ein Raum, wo wir euch auch so verwöhnen. Ihr könnt jederzeit Tee trinken, Wasser ist verfügbar und auch Obst. Wie der Herr Bregger schon angekündigt hat, haben wir drei Kategorien. Und zwar sind wir jetzt in einem unserer süßen, kuscheligen, kleinen Schwarzwaldstübchen im traditionellen Bereich. Also das sind die traditionellsten Zimmer, die wir haben. Total gemütlich, kuschelig, klein, sehr beliebt. Auch in unserem traditionellen Bereich befinden sich die schon etwas geräumigeren und auch schon etwas moderneren Landhauszimmer. Viele auch mit Balkon und auch dem traumhaften Blick über das gesamte Bernauer Hochtal. Nun sind wir im neuen Anbau angekommen und freuen uns total, euch unsere Hochtalzimmer vorzustellen und zu zeigen. Und zwar ist das eins der Hochtalzimmer zur Talseite gelegen. Wunderschön, eins unserer Eckzimmer. Wir haben aber auch zur Gartenseite sind es identische Zimmer, einfach die Aussicht ist anders, aber auch zur Gartenseite sehr, sehr schön. Hier ist alles mit Zirbenholz. Auch hier ein wunderbarer Geruch, wenn man reinkommt, man riecht das Holz. Der Ausblick lädt zum Träumen ein, man entschleunigt, ist sofort entspannt, wenn man hier auf dem Balkon sitzt und rausgucken kann. Zum Schluss unserer Führung möchten wir euch noch eine unserer Suiten zeigen. Die befinden sich natürlich auch im neuen Anbau, haben einen überdachten Balkon, wo man sich auch super, auch wenn es mal regnet, draußen hinlegen kann, sind sehr geräumig und sehr gefragt. Jetzt stehen wir hier vor der Rezeption, wo wir euch natürlich alle sehr gern ganz, ganz bald begrüßen möchten. Ab dem 29. Mai, Herr Bregger, dürfen wir wieder. Jawohl. Wir können es kaum erwarten, und vielen Dank, dass wir
den Rundgang hier machen durfte. War schön, dass Sie bei uns waren. Und wir sehen uns ja auch. Wir sehen uns auch bald, jawohl. Freuen wir uns drauf. Dann noch einen ganz schönen Tag, Herr Brecker. Und bis bald. Euch auch und bis bald. Jawohl. So, das war's wieder für heute. Hiermit möchte die singende Reporterin Biene und der singende Reporter Axel sich von euch verabschieden. Genau. Aber auch noch mal ganz kurz, auch hier in Bernau haben wir selbstverständlich ganz absichtlich nicht alles gezeigt. Es gibt hier ganz, ganz viel zu entdecken. Also, herkommen, ganz schnell. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.